Let's do it. Soll ich eigentlich einen Kaugummi kauen oder nicht? Okay, also ich bin Claudia Berger, vegan Mettbach. Wo ist denn dein Kaugummi? Ich kau jetzt kein Kaugummi, das ist nicht so gut, wenn ich Kaugummi kau, glaube ich. Was ist dein Ziel, was ist dein Vorhaben? Mein Ziel ist es, mit dem Vergangenen, was ich erlebt habe, Kindern zu helfen. Dass das, was ich erlebt habe, irgendwas Positives hat. Und es ist schön, es ist eine Herzensangelegenheit, wenn ich Kinder damit erreichen kann und was verändern kann. Wie ist deine Idee entstanden? Also mit Kindern habe ich es eh gern zu tun. Und da, wo ich herkomme, gibt es ganz viele Umstände, wo Kinder im Stich gelassen werden oder wo denen nicht geholfen wird, damit sie es besser haben im Leben, weiterkommen. Ich selbst habe so viel erlebt und weiß, wie das ist. Wen möchtest du erreichen? Hauptsächlich die Kinder, aber es geht natürlich auch um die Eltern, weil wenn zu Hause sich nichts ändert, dann ändern sich die Kinder nicht. Und vielleicht kann man im Schulsystem auch was verändern. Je früher man damit anfängt, ein Kind aufzuklären, was Gewalt beinhaltet oder was Gewalt bedeutet, dann kann man den Charakter prägen des Kindes im frühen Alter schon und vielleicht auch wieder so ein bisschen anfangen, dass Ehre, Respekt und Stolz, dass das wieder so Begriffe werden, die auch verstehen. Kennst du den größten Wunsch deiner Eltern? Ich denke mittlerweile, dass der größte Wunsch meiner Eltern ist, dass sie vielleicht doch vieles gerne anders gemacht hätten. Und jetzt gerade im Moment eher Gesundheit. Dass sie gesund sind beide. Glaubt jemand an dich? Ja. Mein Name ist Claudia Berger, ich bin 37, bin gelernte Kfz-Mechanikerin und ich denke, dass ich für viele Schulen, was Gewalt angeht, Drogen, eigentlich wie ein Sechser im Lotto bin, weil ein Pädagoge hat es studiert, aber nicht erlebt. Und wenn ich mich in einen Jugendlichen hineinversetze, der gewalttätig ist, aggressiv ist, schnell reizbar ist und wenn dann jemand vor mir sitzt, sowas wie ich, vor dem habe ich Respekt und demjenigen höre ich auch zu, weil der von dem spricht, was ich gerade durchmache oder erlebe. Und ich glaube, dass ich die Jugendliche auf eine andere Art und Weise ansprechen kann bzw. erreichen kann. Was pädagogisch sehr wertvoll ist. Lieblingszahl? 7. Hell oder dunkel? Hell. Wie lange putzt du deine Zähne? 6 Minuten. Wie viel Kaugummis isst du am Tag? Na, keine Ahnung, so viele. Sheriff. Sagt alles.